Altmar HD. Toll. Ah, genau so muss es sein. Genau so muss immer eine Folge anfangen mit schönem Wetter und am besten in Sanctuary. Hey Leute, hier ist Altmar mit Fallout 4. So, Codsworth, wo bist du denn? Hey. Brauchen Sie etwas, Sir? Oh, guck mal, jetzt sieht er aus wie ein Butler, oder? Ich mag halt Mr. Handys nicht. Und ich finde, so ist das besser. Aber wir nehmen jetzt mal... Also, Ada bleibt hier, obwohl die den Automatiklaser von mir bekommen hat. Aber ich will jetzt Codsworth mitnehmen. Und, ich habe überlegt, wir leveln jetzt noch ein bisschen. Das heißt also, ich muss noch 2, 3 Level machen. Dann habe ich, hier die Handelsrouten. Ich muss unbedingt die Handelsrouten aufsetzen. Dafür bräuchte ich immer noch ein Level. Charisma haben wir genug. Und, wir haben hier noch den, ach, wir haben noch ein paar Quests. Jetzt gehen wir erstmal zu Deacon. Okay, machen wir das erstmal. Oh, ich muss noch die Farben zu dem Dingensbums bringen. Die habe ich dann noch dabei, ne? Die müssen noch zu dem... Na, vielleicht mache ich das jetzt doch zuerst. Warte mal, gucken mal. Die Farben müsste ich noch dabei haben. Dann gehen wir jetzt kurz zum Abbott. Und, oh, warte mal. Hier ist der Laden, den ich gesucht habe. Ach, wie lustig. Der ist hier beim Walden Pond. Okay, warte mal. Jetzt gehen wir erstmal schnell zu Abbott. Diamond City Markt. Da war eine Bombe. Habt ihr gesehen? Die hing am Regal. Lustig. Haha, lustig. Bumm, tot. Ach ja. Ah. Cola mit fetten großen Eiswürfeln. Geil. Ja, Takashi. Ich habe letztes Jahr eine Kugel in den Hintern bekommen. Ist eine lange Geschichte. Aber nicht ins Knie. Weil, wir wissen, was dann passiert. Sie können nur noch Wachdienst schieben. Du bist zurück. Hast du die Farbe gefunden? War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Oh oh. Bei der Arbeit? Blau? Weißt du, was du da tust? Die Mauer ist nicht blau. Du wolltest Farbe, du hast sie bekommen. Die Mauer war über 200 Jahre lang grün. Das wird den Leuten nicht gefallen. Naja, besser als sie verfallen zu lassen. Hier ist deine Bezahlung. Und jetzt geh. Ich hab zu tun. Hey, da ist das Level. Cool. Dann können wir jetzt noch kurz die... Pass auf. So, jetzt gehen wir runter. Zack, zack, zack. Und zwar brauchen wir das hier. Lokale Anführer. Als Anführer kannst du zwischen in einer Werkstatt Siedlung Versorgung einrichten. So. Also. Dann gehen wir mal, da gibt es keinen, Ten Pines Bluff. Und zwar, weil damals habe ich das so gemacht, aus Sanctuary, überall hin. Aber es ist Blödsinn. Es reicht, wenn man in jeder Siedlung einen zum Versorger macht. Das ist jetzt natürlich blöd für Ten Pines Bluff. Ja? Warum sind hier Minutemen? Sind hier nur Minutemen? Ich muss auch jetzt hier mal Siedlungszeug bauen, glaube ich. So, erstmal Versorger. Das sind die nicht, sondern dieser Siedler da. Habe ich irgendwas dabei? Kronke um mir, der ist Mount of Kuckler, Scharfschütz, die Splittergranaten. Nee, will schade. Nur ein bisschen handeln. Na gut, dann. Eigentlich sollten wir. Hier ist immer Krieg! Bestimmt waren da Dingensbummens. Ich glaube, sie haben sich alle gegenseitig ausgelöscht. Guck mal, da unten liegen immer die Supermutanten. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Nee. Oh, hier haben wir Rüstung. Guck mal. Verkrüppelnd 10mm Pistole. Ach, hier sind die Robotern. Nee, Rush Devils. Ja, genau. Cool. Jetzt haben wir auch genug Zeug für die
Die sind alle in die Luft geflogen. Ach ja, ich liebe das. Lang lebe Fallout. Aber die haben doch meistens noch einen Roboter. Ross Davids, coolste, eine der coolsten Rüstungen. Guck mal, er macht immer noch dieses Mr. Handy-Geräusch, dieses Fliegengeräusch. Okay, komm hier wieder hoch. Jetzt haben wir Waffen für den, Oh, das ist wieder der eine Typ mit den Hunden. Oder er ist tot. Das ist ein Streuner. Wer bist du denn? Schade. So, jetzt aber. So, komm her, meine Hi. Kleine Lippenstiftartige. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Das habe ich doch gelöst. Erzähl mir, was los ist. Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Wir mussten ihnen geben, was sie verlangt haben. Sie meinten, dass sie uns in Ruhe lassen, solange wir ihnen weiter Tribut zahlen. Immerhin wissen wir, wo sie sich verstecken. Korvega? Ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Na toll. Wie viele Raider waren es? Zu viele für uns. Aber ich wette, für dich werden sie kein Problem sein. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke. Es ist echt sehr beruhigend, sich keine Sorgen mehr um sie machen zu müssen. One-Pot, da will ich ja sowieso hin, aber ich weiß ja, wo die Lass sind. Lass uns handeln. Na klar. Na klar, so, ja? Ich kümmere mich um die Raider und du gehst jetzt durchs gefährliche Ödland. So, was kann die hier? Verursacht 50% mehr Schaden, Körperteilschaden. Oh, warte mal, die muss ich behalten. Pass auf, dann kriegst du jetzt unsere kleines Piu-Piu. Und benutze sie bloß richtig. Oder was haben wir denn sonst noch? Mr. Handy Sturmklinge. Sturmklinge, Summklinge. Boah, das wäre natürlich auch nicht schlecht, so als Dingsbummens. Pass auf, wir geben dir... Nee, die müssen wir behalten. Impro-Pistol, Entschuldigung. Komm, dann kriegst du jetzt... Ja, wir haben keine andere Wahl. Du, kleines Pio-Pio geht jetzt zu dir. Aggressotron-Helm. Schade, ich will dir das eigentlich gar nicht alles geben. Aber... Scheiße, Kurzzeug, Rattelschleder kommt hier hin. Zack, zack, zack. Rechtes Bein fehlt. Mehr haben wir nicht. Naja. Raider Leader ist besser, ne? So, dann geben wir dir noch Munition. 10 mm. Ist sowieso nicht mehr viel übrig. Dann geben wir ihm noch am besten Handgranaten. Oder Molotow-Cocktails? Ne, machen wir lieber Splittergranaten. So. Bäm. Oh, das Visier ist kaputt. Da weiß ich ja schon wieder. Ah, ne, geht noch. Okay, sehr gut. So, Madame. Versorgungsroute. Und Sanctuary Hills. Ah, Red Rocket gehört auch uns. So, dann mal los. Wenn wir dich wiedersehen, werden wir dich nochmal einkleiden. Dann machen wir das mal hier weg. Ja, diese Folge machen wir bauen und optimieren. Keine Hektik. Ihr habt mich zur Ruhe ermahnt. Ich muss nirgendwo super schnell hinlaufen. Wir haben die Zeit der Welt. Also tun wir das auch. Ich will einfach nicht Spring Clean benutzen, aber vielleicht bleibt mir echt nichts anderes übrig. Aber andererseits... Oh, egal. Aber das kostet dann immer so viel Dingensbummens. Soll man die Hütte stehen lassen? Ist ja eigentlich okay, ne? Das ist ein Grill. Ach, erinnert mich an was? Ach ja. Guckt sie denn noch zu? Der Grill vor der Tür. Benennt ein Grill nach mir. Das war ein ziemlicher Insider. So, okay. Ihr wollt da pennen? Dann machen wir jetzt erstmal das Wichtigste. Und zwar brauchen wir einen Generator. Das macht sie eigentlich immer hier ziemlich cool. Es sind halt nur 3 Strom, aber es ist halt cooler Strom. Ja, tatsächlich. Ist der Strom davon ziemlich cool. So, dann brauchen wir jetzt... Schade, dass es nicht sowas wie eine Batterie gibt, ne? Also, das hätte ich auch cool gefunden, wenn sie das irgendwie machen. Aber, naja. Kotierungsstrahl.
So, dann läuft das. Und dann brauchen wir jetzt Hütten. Wir brauchen Sims Settlements Hütten. Oh ja. Ich muss noch unbedingt dieses Menü anmachen. Ich habe das nämlich... Furniture, da ist es so. Jetzt brauchen wir erstmal die Foundations. Fondationen. Fondationen. Machen wir das mal. Fangen hier an, ne? Fondationen. Das war's? Das war's an Beton? Okay, dann machen wir hier Holz hin. Mach ich ein bisschen höher, oder? Besser ist das. Kann ich dazwischen so Wege machen? Und zwar... Beton ist übel. Ich habe nochmal diese Betonstadt gebaut bei Dingensbummens, aber das Projekt wurde auch dann wieder ganz schnell langweilig. Da. Machen wir nämlich so. Ja, funktioniert super, ne? Kann ich auch eigentlich viel besser snappen lassen. Diese Hotkeys vergesse ich nur jedes Mal. Ganz ruhig. Komm schon. Okay, es reicht. Ich glaube, ich muss doch Dingensbummens machen. Ah, nee. Ich glaube, da geht es einfach nicht mehr. Okay, egal. Jetzt machen wir das Dingensbummens drauf. Na gut, dann machen wir die weg. Dann machen wir es halt nur mit Treppen. So. Jetzt brauchen wir erstmal die Dingensbummens. Foundationen. So, da kommen jetzt erstmal die... Die Häuser drauf. Die hier. Nein, halt die hier. So, vier Stück. Und das ist Interior. Damit können wir es ausbauen, oder was? Das habe ich nie verstanden. Irgendwie zum Erweitern oder was, ne? Ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier Agrikultur. Oh, was ist das denn hier? Heavy? Was ist denn Heavy? Oh, das ist ja geil. Okay, warte mal. Jetzt machen wir hier erstmal die Farm hin. Jetzt machen wir eine hier hin. Oder machen wir die lieber da oben hin? Da ist nicht viel Platz. Hier ist denn nicht hier viel Platz. So, und jetzt... Guck mal, jetzt bauen sie schon fleißig. Ich hätte auch diesen einen Gitterüberweg machen können. Das hätte ich auch machen können. Der passt sogar besser überall hin. So, Hauptsache, das ist hier schon mal. Dann machen wir hier noch eine Verbindung hin. Ganz ruhig, kein Stress. Machen wir hier hin. Ach komm schon, du bist doch nicht weit weg. So, und dann machen wir jetzt noch Schutz.
Wasser haben wir hier ein bisschen. Wenn das sich bloß anzeigen. Das hier, ne? Jo. Halt, warte, brauchen wir. Dafür brauchen wir auch einen Boden, ne? Dirt. Wait, can we get the dirt from? Ich glaube, die greifen aber meistens von da oben an. Deswegen machen wir mal einen hier hin. Hier so. Ich weiß, es ist blöd, aber... Dun, 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 dun. Zack. Hä? Nein! Ha! Das Spiel ist unnormal. It just works! Da ist das... Ist das... Todd Howard! Vorstellung des Bausystems. And the best of it, it all just works. Das Bausystem funktioniert auf jeden Fall gar nicht. So, jetzt gucken wir mal kurz. Strom ist bestimmt nicht genug da, deswegen machen wir nochmal gerade ein bisschen. Betten 2, das ändert sich ja auch wieder. Haben wir hier nochmal einen hin, so einen kleinen Meister. CO2 macht jetzt auch keinen Unterschied mehr hier. Die scheinen anscheinend für immer da zu bleiben. Das ist krass. Ich kann die auch entfernen. So. Don't fuck with the Aldemar. Wenn man das gebrauchen kann, fresse ich einen Besen. Kannst du nicht. So. Ey, cool. Guck mal, richtige Kampfsiedler hier. Sehr schön, die Betten sind weg. Bisschen Wasser ist da. Da wird das gebaut. Betten sind null, aber ihr könnt euch ja da alle... Ne? Einbauen. Dann sollte das ja eigentlich gehen. Klo! Wo kommen die denn alle her hier? Baut eure neuen Häuschen. Wenigstens die, nachher machen jetzt sowieso selber, aber... So, und der da oben in dem letzten. Die bauen das ja auch aus, dieses Verteidigungsteil. Wow, guck mal, eine Waffe! Cool, warte, sammle ich sofort auf. Sehr schön. Wo ist die hingeflogen? Die ist ja ziemlich geflogen. Irgendwie so, wow, da ist eine Waffe! Und dann so, wow, und dann... Weg. Naja, war nur eine Impro-Pistole. Cool, guck mal, jetzt bauen sie die Häuser. Ist das cool, oder? Jetzt haben wir auch ein paar mehr Häuser, wie ihr seht. Müsste jetzt auf jeden Fall mehr sein. Zack. Finde ich klasse. Ich liebe diesen Mod. Man kann immer noch viel bauen, aber muss nicht zu viel bauen. Super. Guck, hier ist das Verteidigungsteil. Guck mal, wie schäbig. Guck mal, wie schäbig. Denkst du? Oh, ich meine, sehr stolz. Ja. Komm, wir gehen über. Okay, sehr gut. Leute, es tut mir leid. Wir sind am Limit. So, wir haben jetzt die Siedlung aufgesetzt. Und, als nächstes machen wir eine Karawane von Sanctuary nach Sunshine Tidings Corporate. Nee, nach, Red Rocket. Dann baue ich da eine Antenne auf. Und von Red Rocket zu Sunshine Tidings Corporative.
Wenn wir das haben, dann nehmen wir den Walden Pond platt machen. Okay, Leute, das war's von mir von Fallout 4. Wir sehen uns wieder bei vielen weiteren Folgen. Nicht zu eilig, ja. Also bis dahin, wie immer. Haut rein, komm, Cotsworth. Auf geht's in Abenteuer.